Ab morgen steht in Florida der ehemalige Chef der UBS-Vermögensverwaltung, Raoul Weil, vor Gericht. Die USA werfen ihm vor, Kundengelder von 20 Milliarden Dollar vor den US-Steuerbehörden versteckt zu haben. Der Prozess sorgt schon im Vorfeld für Schlagzeilen. Beim Vermögensverwaltungsgeschäft stehen Personen im Vordergrund. Bei einem anderen Business dagegen spielen Menschen weniger eine Rolle. Da geht es vor allem um Hochleistungscomputer und schnellste Leitungen. Bruno Bonometti ist in die USA gereist. Dort blickt er hinter die Kulissen des lukrativen, aber zugleich umstrittenen Hochfrequenzhandels. New York. Hier schlägt der Puls der Finanzindustrie. Es läuft ein Rennen um Mikrosekunden, kürzer als ein Augenzwinkern. Das Zauberwort heißt Hochfrequenzhandel. Völlig autonom handeln hier Computer ohne menschlichen Einfluss. Die ultraschnellen Rechner dominieren mittlerweile die Hälfte aller Börsengeschäfte. Ein Wettlauf der Computer am Rande der Legalität. Ich bin unterwegs nach New Jersey, in einen Vorort. Chatham liegt eine Fahrstunde außerhalb von New York. Hier arbeitet ein Mann, der die Branche wie kein zweiter kennt, der Börsenhändler Joe Saluzzi. Mit seinem Team handelt er für große Investoren wie etwa Pensionskassen. Aus seinem Alltag kennt er die Tricks der Hochfrequenzbranche. In seinem Buch Broken Markets kritisiert er sie hart. Wenn sie an der Börse einen Käufer entdecken, dann eilen sie ihm voraus, kaufen alle Aktien auf und verkaufen sie ihm weiter. Das ist für mich ein Parasit. Er schafft keinen zusätzlichen Wert, sondern er schöpft Werte ab an der Börse. Hochfrequenzhändler haben ihre Computer nahe bei den Börsen platziert. Diese Nähe und schnelle Verbindungen sind entscheidend. Beispiel: Eine Pensionskasse will 500.000 Aktien zu 4,50 Dollar das Stück kaufen. Ihr Kaufauftrag geht an diverse Börsenplätze. Bei der ersten Börse, an der der Auftrag eintrifft, registriert ihn der Hochfrequenzhändler und wird aktiv. Er schickt eigene Kaufaufträge für dieselben Aktien an alle anderen Börsen, schneller als die Pensionskasse. Dank ultraschneller Verbindung kauft er sämtliche Aktien zum Preis von 4,50 Dollar und bietet sie der Pensionskasse für 4,51 Dollar zum Kauf an. Mit dem Verkauf der Aktien an die Pensionskasse verdient der Hochfrequenzhändler risikolos 5.000 Dollar. Diskret arbeiten Hochfrequenzhändler wie Knight Capital im Hintergrund. Nur im Pannenfall dringen Informationen durch. Als eine neue Software vor 2 Jahren verrückt spielte, verlor Knight Capital innerhalb einer Stunde 460 Millionen Dollar. Ich fahre weiter nach Marwar, New Jersey. In diesem streng bewachten Gebäude stehen die Rechner der New Yorker Börse, weit ab der Wall Street. Hier haben sich Hochfrequenzhändler eingemietet, um ihre ultraschnellen Börsengeschäfte abzuschließen. So verdienen die Börsen mit am Geschäft mit dem Hochfrequenzhandel. Sie kaufen Handelsdaten von den Börsen und lenken sie auf die eigenen Computer, damit sie rascher handeln können. Die Börsen brauchen die Hochfrequenzhändler. Sie sind jetzt Teil ihres Geschäftsmodells geworden. Die Zeche bezahlen die Anleger. Als Opfer dieser Geschäftspraktiken sieht sich die Stadt Providence im Bundesstaat Rhode Island. Die Stadt, massiv verschuldet, kämpfte jahrelang gegen den Bankrott. Die Folge? Steuererhöhungen, weniger Beamte und Ausgabenkürzungen. Ich besuche Jeffrey Padua, oberster Rechtsvertreter von Providence. Der Rechtsanwalt ist verantwortlich für den Pensionsfonds städtischer Angestellter. Providence klagt gegen die Finanzindustrie an der Wall Street.
Der städtische Pensionsfonds habe über 600 Millionen Dollar investiert und sei von Börsen und Hochfrequenzhändlern abgezockt worden. Die Börsen überließen den Hochfrequenzhändlern aktuellste Börsendaten. Sie durften ihre Computer in unmittelbare Nähe der Börsenrechner stellen, die Aktienkäufer und Verkäufer zusammenbringen. Und sie schafften Bedingungen, damit Hochfrequenzhändler Einblick hatten, wenn jemand handeln wollte. Ebenfalls im Visier von Providence ist die Großbank Barclays und deren Darkpool, eine Art bankinterner Börse. Will eine Pensionskasse oder ein anderer großer Investor viele Aktien auf einmal kaufen, hat er ein Problem. Denn sein Kaufauftrag ist an einer offiziellen Börse sichtbar. Weil Hochfrequenzhändler und alle anderen Anleger wissen, dass die Pensionskasse kaufen will, steigt der Börsenkurs. Die Lösung der Banken? Sie bieten ihren Kunden sogenannte Dark Pools an. Ein Dark Pool ist eine Börse innerhalb der Bank. Der Dark Pool vermittelt Aktien zwischen Pensionskassen und anderen Großanlegern, ohne dass Dritte davon erfahren. Das Problem? Auf der Suche nach neuen Einnahmequellen verkaufen gewisse Banken die Informationen über die Aufträge im Dark Pool an Hochfrequenzhändler. Diese nutzen nun wieder ihre überlegenen Rechner und treiben den Kurs in die Höhe. Das Nachsehen hat die Pensionskasse, die für die Aktien einen höheren Preis bezahlen muss. Wir wollen, dass das System so verändert wird, dass Vertrauen und Integrität zurückkehren. Und wir wollen unser Geld zurück, das wir durch das schädigende Verhalten von Hochfrequenzhändlern und Börsen verloren haben. Das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen. Ich fahre zurück nach New York zu einem Mann, der genau dies will. Mitten im Finanzdistrikt im neuen World Trade Center arbeitet ein Team daran, die dereinst 12. offiziell zugelassene US-Börse zu werden. Brad Katsuyama ist die treibende Kraft. Seine Geldgeber sind traditionelle Anleger, die nicht mehr abgezockt werden wollen. Wer an Brad Katsuyamas IEX-Plattform handelt, soll vor räuberischen Hochfrequenzhändlern und deren ultraschnellen Signalen geschützt werden. Wir verzögern sie zeitlich, damit keine Hochfrequenzfirma an unserer Börse mit Informationen handeln kann, die unseren traditionellen Anlegern noch nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, ein traditioneller Anleger kann bei uns nicht von einem Hochfrequenzhändler mit seinen schnelleren Signalen übervorteilt werden. Und so funktioniert's. Der Auftrag läuft durch ein Kabel über diese Spulen. Damit verzögern wir das Tempo. Wenn uns also ein traditioneller Anleger einen Börsenauftrag schickt, kann der Preis nicht durch einen Hochfrequenzhändler verzerrt werden.130 Großkunden arbeiten bereits mit der IEX, darunter die Banker von Goldman Sachs. Doch das Rennen um Millionstelsekunden geht weiter. Auch die Hochfrequenzhändler rüsten auf. Sie setzen neu auf Lasertechnologie. Der Handel soll noch schneller werden. Traditionelle Anleger bleiben auf der Strecke. Ursprünglich richtete sich die Klage der Stadt Providence auch gegen Credit Suisse und UBS. Gegen die Schweizer Großbanken wurde sie inzwischen aber fallen gelassen. Die Hintergründe dazu finden Sie auf unserer Internetseite. Hochfrequenzhändler gibt es auch in der Schweiz. Kritiker fordern eine strengere Beaufsichtigung der Börsen. Ein neues Finanzmarktgesetz ist erst im Entstehen begriffen. Es soll den neuesten Entwicklungen Rechnung tragen. Doch die Börse wehrt sich. Bruno Bonometti. Der Hochfrequenzhandel kennt keine Grenzen. In der Schweiz beträgt sein Anteil 15% am gesamten Börsenhandel.
Heute wacht die Finanzmarktaufsicht FINMA darüber, dass der Börsenhandel fair und transparent ist. Doch sie delegiert diese Aufgabe an die Börse selber. Soll sich die Börse auch in Zukunft weiterhin selber regulieren? Ein neues Finanzmarktgesetz soll den Entwicklungen neuer Technologien Rechnung tragen. Franca Contrato ist Assistenzprofessorin für Finanzmarktrecht an der Uni Zürich. Sie kritisiert, dem geplanten Gesetz fehlten Mindeststandards. Man hätte eigentlich weiterhin an dem altbewährten Prinzip der Selbstregulierung festhalten. Das ermöglicht den Börsen im freien Ermessen, die Gestaltung ihrer Betriebsorganisation selbst zu bestimmen. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass Börsen ihrerseits nicht viel Bereitschaft haben, da über eigentlich das absolut Nötigste rauszugehen. Bitte. Christian Katz ist Chef der Schweizer Börse, der SIX Swiss Exchange. ECO begleitete ihn vor 3 Jahren erstmals an den geheimen Standort der ultraschnellen Rechner. Denn auch an der Schweizer Börse wird mit Hochfrequenz gehandelt. Christian Katz will auch in Zukunft selber über seine Börse bestimmen. Wir sind überzeugt, dass die Selbstregulierung, weil sie funktioniert, das beste System ist. Und es gibt keine Anzeichen von Marktversagen überhaupt bei uns. Und darum gibt es auch keinen Grund, das zu ändern. Und so zu machen wie die USA, wo verschiedene Regulatoren involviert sind und trotzdem ein Marktversagen nach dem anderen passiert ist über die letzten Jahre. Das ist eine rein schweizerische Optik. Es werden bereits 30% der Schweizer Aktien an ausländischen Börsen gehandelt. Das schafft neue Probleme. Christian Dreyer ist Chef des Berufsverbandes CFA Schweiz. CFA bildet weltweit tausende Anlagespezialisten aus. Ein Alleingang des schweizerischen Gesetzgebers mache keinen Sinn. Der Berufsverband CFA fordert Transparenz über alle europäischen Börsenplätze. Ist Börse im Hochfrequenzhandel in der Lage, sich selber zu regulieren? Was rein der Schweizer Ausschnitt angeht, das Schweizer Gärtchen sozusagen, ist sie das. Aber eben die Realität des Anlegers ist, dass er nicht nur am Schweizer Gärtchen aktiv ist, sondern weltweit. Und was diesen Aspekt angeht, da ist sie sicher nicht in der Lage dazu. Unsere Regeln in der Schweiz sind schon EU-kompatibel, die sind angeglichen. Wir machen aber entschieden mehr für die Marktkontrolle und für die Marktsteuerung an unserer Börse als an irgendeiner EU-Börse passiert. Und darum ist unser System leicht anders. Aber das ist, weil wir einen Swiss Finish haben mit Schweizer Qualität, wo über dem ist, was die anderen Länder haben. Trotz Swiss Finish, die Datenmengen haben massiv zugenommen. Technische Systeme sind anfällig. Assistenzprofessorin Franca Contrato ist deshalb der Meinung, dass eine unabhängige Börsenaufsicht dringend nötig sei. Das müsste die Schweizerische Nationalbank machen. Die macht das bereits heute im Bereich der Aufsicht über den Zahlungsverkehr und Defektenabwicklungssysteme. Das sind Aufsichtsinstrumente, die sich bewährt haben. Die führt man bereits seit 4 oder 5 Jahren durch. Und es würde eigentlich darum vieles dafür sprechen, dass man die jetzt analog auf den Börsenhandel anwenden würde. Die Institution, die den Markt am besten überwachen kann, sprich Handel, auch in Bruchteil von Sekunden kann nachvollziehen, analysieren, stoppen. Die Institution ist die Börse. Das sind unsere Systeme, unsere Leute. Und da ist es eindeutig, dass eine Nationalbank wahrscheinlich weniger geeignet ist. Die Börse will sich weiterhin selber überwachen. Ob das so bleibt, entscheidet demnächst das Parlament. Der Bundesrat will am Prinzip der Selbstregulierung der Schweizer Börse festhalten.